Ja, hallo, der Michael von Mika News. Ich bin hier beim BTM-Lauf und habe hier den Manuel Stankovic vor mir, beziehungsweise hier neben mir. Ihr seht es, er hat jetzt das Auto gewechselt. Und wir gehen einfach mal ganz kurz nicht aufs Auto drauf ein, sondern erstmal auf seine letzte Saison. Er ist ja ETS-Champion geworden. Und ja, er kann ja mal ganz kurz von sich erzählen und dann so mal ganz kurz einen Abriss von der Saison. Die ging ja eigentlich schon gut los. Ja, moin. Ja, was soll ich großartig erzählen? Lief auf jeden Fall sehr gut. Der Awe hat natürlich mich ganz weit nach vorne gebracht. Das hat sehr gut funktioniert. Und ja, ich weiß gar nicht, ich hatte einfach sehr viel Training auch mit Jasmin. Wir haben sehr viel trainiert und haben auch sehr viel probiert und gemacht und getan. Und ja, was soll ich großartig sagen? Es lief einfach super, ne? Seid ihr vorher extra auf die Strecken gefahren? Also gerade Indoor geht es natürlich nicht, Outdoor ging es ja natürlich, ne? Dass man da einfach mal sich vorbereitet. Oder habt ihr euch Strecken vorher rausgesucht, wo ihr ähnliche Bedingungen habt? Also wir sind definitiv immer auf ETS-Teppich gefahren. Wir sind immer überall dahin gefahren, wo wirklich ETS-Teppich war. Und sind, haben ja auch eine eigene Strecke gehabt. Ja. Hahnmünden sind wir zum Beispiel viel gefahren. Dann sind wir in, wir hatten ja unsere Strecke, eigene Strecke in Neumünster. Da sind wir viel gefahren. Das war natürlich top. Ja. Mehr Training geht nicht. Ja, ansonsten draußen, wie gehabt, Tüttendorf, Burgdorf, hier in Bernau ganz viel und etc. Also überall. Ja, jetzt haben wir ganz vergessen, wer ist eigentlich der Manuel Stankovic? Du kommst woher und wie alt bist du? Was ist so da, wie hast du so angefangen mit dem Ganzen? Also angefangen habe ich in Warsbeck. Da war Lars Nordmeier damals der Streckenführer und hat die Halle da gehabt. Da bin ich dann angefangen mit dem Sakura Zero. Da hat mich an Totti geheftet. Okay. Totti war so der Maßstab aller Dinge da und ich hing ihn eigentlich immer am Rockzipfel und habe alles das gemacht, was er gemacht hat. Und hat bis dato ganz gut funktioniert und irgendwann kam dann die Pace, dass wir gleichwertig waren und dann, ja, so ist es eigentlich gelaufen. Ich komme aus Tornisch, Schleswig-Holstein, 42 Jahre, 41, Entschuldigung, noch 41. Nicht. Er hat etwas geschummelt. ETS, man ist ja irgendwann an dem Punkt, wo man beim Rennen dann feststellt, rein rechnerisch, wenn ich heute den Lauf gewinne, bin ich Gesamtsieger. Warst du da bei dem Lauf aufgeregt oder gehst du da echt ganz entspannt ran? Also ich bin vor jedem Rennen aufgeregt und auch vor jedem Vorlauf, vor jedem Finale. Ich fand es ein bisschen, was heißt ärgerlich, der Toni Matteo konnte leider das Rennen davor nicht mitfahren, er konnte leider nicht da sein. Das war eigentlich so der Hauptgegner und das hat mich natürlich ein bisschen nach vorne gepusht und auch ein bisschen beruhigt, weil ich wusste, wenn er da ist, okay, down. Ich muss eigentlich nur vor ihm bleiben und dann ist egal, wie ich hier vor ihm bleibe, ich werde den Gesamtsieg noch einfahren. Das hat mich ein bisschen mehr beruhigt, aber ist natürlich schade. Ne? Ich hätte natürlich ein bisschen mehr Kampf gehabt mit ihm, aber ja, leider war es das nicht. Ja, ich glaube, jeder Racer möchte eigentlich den Kampf haben und nicht kampflos gewinnen in der Hinsicht. Ja, und in diesem Jahr, man sieht es am neuen T-Shirt, du hast gewechselt, also du fährst jetzt ein neues Auto, du fährst den Iris. Wie kam es dazu? Du bist jetzt heute auch stark unterwegs. Gab es da Probleme? Klar, ein neues Auto. Also es ist, wie gesagt, ein neues Auto. Ich habe mich mit Andreas Mayberg unterhalten. Dafür nochmal herzlichen Dank, dass du mich so gut supportest. Und das ist ein mega geiles Zusammenarbeiten, auch mit allen von Iris. Und ich hatte einfach mal Lust, was Neues zu probieren. Und der Iris ist gerade eben, wie gesagt, gerade ganz neu auf dem Markt. Und das hat mich auch so ein bisschen gereizt. Und dann habe ich mich mit Andreas unterhalten und habe gefragt, wie sieht's aus? Hast du Bock auf mich? Oder er wollte es am Anfang nicht, weil er sagte klar und deutlich, Manuel, überleg dir, was du tust, weil du wirst wahrscheinlich mit dem Auto erstmal nicht vorne sein. Weil es eben neu auf dem Markt ist und wir müssen erstmal reinkommen und das Setup finden und. Da habe ich gesagt, darum geht es mir nicht. Ich möchte ganz gerne was Neues probieren. Ich finde dich cool. Ich will was mit dir machen. Und ich werde jetzt auch die gesamte Saison definitiv Iris fahren. Auch die ganze ETS-Saison. Und dann schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Ich weiß, dass der AW geht. Das ist ein super Auto. Brauchen wir nicht drüber reden. Damit klappt es auch. Aber mal was Neues. Also wirklich einfach mal, wir haben hier das Auto.
können ja ein bisschen drauf eingehen. Vorgestellt ist es ja schon öfters worden. Du fährst das Auto ja eigentlich aus dem Baukasten heraus. Muss ich jetzt, wenn ich jetzt mir das Auto kaufe, irgendwas beachten, wo du jetzt sagen würdest, okay, da sollte man vielleicht mehr drauf eingehen, oder ist es einfach jetzt wirklich das viele Training gewesen? Weil klar, Also ich sag mal so, man muss schon sehr, sehr genau hingucken, wie man das Auto schraubt. Das ist ein bisschen spezieller als die anderen Autos, finde ich jetzt persönlich. Ich musste mich da auch sehr, sehr reinfuchsen und auch viel machen, dass es wirklich jetzt so läuft, wie es läuft. Aber dementsprechend, ja, wie gesagt, es ist viel Know-how von Andreas da. Wir tauschen uns aus und. Aber wie gesagt, das ist ein Baukastenauto, so wie es jetzt gerade ist. Und so kriegt man das auch. Und ich habe da jetzt keine neuen Parts oder sonstiges eingebaut. Es ist einfach so, wie es ist. So. Und neue Sachen folgen. Ja. Wir sind da am Ball und machen und tun. Und ja. Genau. So ist genau. Das. Ja, und wie du schon gesagt hast, ne, du hattest Bock auf was Neues. Ziel, klar, logisch, man möchte natürlich seinen Titel verteidigen, aber das steht primär, jetzt stand jetzt nicht im Vordergrund, es stand jetzt echt im Vordergrund, einfach weiter Spaß haben am Hobby. Genau. Und mal was Neues und probieren, ob du es damit im Prinzip auch schaffst, vielleicht deinen Titel sogar zu verteidigen. Wenn wäre es noch geiler. Ja, wenn wäre es noch geiler in der Hinsicht. Was hat es sich jetzt eigentlich für euch geändert bei Masters vom Reglement her? Also Masters ist jetzt 21,5 Turn, 3,8 untersetzt draußen und im Prinzip das gleiche wie vorher, nur 21,5 Turn. Ja. Und schon getestet? Ja, 2-3 Mal gefahren, aber ich fokussiere mich jetzt gerade so ein bisschen auf 17,5 pro Stock, weil ich werde im ersten Lauf in Apeldoorn beides fahren, 21,5 und 17,5, weil die Konkurrenz in 17,5 wahrscheinlich sehr, sehr stark sein wird, weil jetzt eben natürlich alle zusammen sind und ich will mal gucken, wie ich da so, ja, bin, keine Ahnung. Und 21,5 werde ich auch fahren und dann entscheide ich letztendlich, wie ich die Saison durchfahre. Mal schauen, vielleicht auch beide, ich weiß es nicht, werde ich mal sehen, ja, mal gucken. Und dürfen wir den Manuel, dürfen wir dich auch in Türkheim sehen zur EM oder bist du dann? Nein, da bin ich nicht angemeldet und auch nicht zu. Nein. Okay. Momentan keine, auch nicht, nein. Keine Ambition gehabt. Ja. Deutsche Meisterschaft Munster? Auch noch nicht. Auch bin ich auch noch nicht gemeldet, gar nichts, nein. Also Fokus liegt definitiv auf dem ETS. ETS, ja. Momentan, ja. Mhm. Genau. Und dann halt Apeldoorn, werden wir sehen, wie es dann abläuft. Genau. Alles klar. Dann bedanke ich mich und ja, wir hören uns und sehen uns später wieder. Bis dann. Tschö. Tschüss. So, ich habe hier den Iris von Manuel Stankowitz. Wir haben es ja gerade hier im Interview gemacht. Ihr seht, Fahrzeug ist Baukasten, hat nicht viel gemacht. Ne? Klar, logisch, man muss natürlich am Dämpfer was tun. Klar, wir haben jetzt hier die neuen Reibungsdämpfer, also ein ganz anderes System. Keine normalen Stoßdämpfer mehr da. Da sind so eine Paddel drin. Wie das funktioniert, das hatte ich ja schon mal ein Video gemacht. Wir haben Doppelkalenk-Kardans drin. Wir haben hier oben einstellbar den Sturz und die Spur. Er hat hier bloß die Scheiben weggelassen. Also die kann man ruhig weglassen, aber ist es natürlich irgendwie anfälliger an der Stelle. Aber bei ihm, er sagte, ihn stört das nicht, beziehungsweise er hat auch damit keine Probleme bis jetzt gehabt. Also sein Auto fährt damit wunderbar, also man muss es nicht machen, man kann aber die Scheiben drinnen lassen. Die Scheiben haben den Vorteil, dass natürlich der Wert immer gleich ist, haben den Nachteil, wenn ich was ändere, dass ich die Scheiben natürlich immer raus und rein machen muss. Also, ja, also das mal so dazu. Dann haben wir hier vorne den Stabilisator, wir haben hier die Anlenkung für die Dämpfer, da sind so Paddel drinnen, hier Kohlefaserplatten verwendet. Ich glaube, das ist das Einzige, was nicht im Baukasten ist. Da habt ihr verschiedene Anlenkpunkte in der Hinsicht. Hier C-Hub-Aufhängung, Kohlefaserchassis. Wir fahren ja hier jetzt draußen. Wir haben hier ein KST-Servo hier verbaut. Auch mal was ganz Neues. Vorspur, einstellbar da unten über die Spurstangen. Hinten haben wir auch die Dämpfer und auch hier diese Kohlefaserplatten, wo man praktisch den Anlenkpunkt verändern kann. Also gibt es eine schöne Möglichkeiten. So, was haben wir sonst noch? Wir haben hier keine Doppelarmanlenkung, wir haben eine Einarmanlenkung und hier oben haben wir die Möglichkeit, anhand der Stifte seht ihr das, also der Striche seht ihr, kann man ja stufenlos schön den Ackermann-Effekt einstellen. Also eine schöne Sache, die wir hier haben. Dann hat er, wie gesagt, ein KST-Servo drin, ein X20 18
06. Alu-Lenkhebel, Alu hier Servohebel drin, Floating Servohalterung. Er hat hier einen Matchmoor-Motor drin. Er fährt hier in der 17,5-Tonnen-Klasse mit einem Orca-Motor. Da oben kleines Gewicht da drin, einfach nur darum, um das ganze Fahrzeug halt auszubalancieren. Auch hinten die Aufhängung, doppelquellenge Aufhängung und auch hier einstellbar, einfach mit dem Schraubenschlüssel hier rein, also im Bus. Dann kann man hier den Nachlauf einstellen, beziehungsweise halt auch den Sturz. Vorne und hinten Aufhängung identisch. Dadurch kann man hier hinten, ne, über diese Spurstange die Vorspur einstellen. Also ist es nichts mehr mit irgendwelchen Blöcken, die hier sind, sondern es einfach damit. Die Blöcke hier unten sind dafür da, um eben auch den Stabi aufzunehmen, beziehungsweise um das Rollcenter hier zu verändern. Ja, ganz ungewöhnlich, wir haben hier drei Riemen. Ein Riemen hier zur Mitte, dann geht hier ein Zwischenriemen hier nach vorne, also hier kurz vor Servo, und dann nochmal der dritte Riemen nach vorne. Funktioniert wunderbar, also ihr müsst euch da keinen Kopf machen wegen der Reibung. Also Auto, ihr seht, Manu war teilweise der schnellste, insgesamt Platz 3, zumindest nach den Vorläufen. Wie es nach dem Finale ist, werden wir dann später sehen oder hättet ihr das sehen können. Wir haben einen großen Motorhalter, klar kann man natürlich auch darüber den Tweak noch einstellen. Das ist hier ganz gut zu sehen. So, ja, das war mal ein Blick. Hier vorne Body Post Stumper sind dafür da, damit die Karosse hier nicht auf dem Reifen aufliegt in der Kurvenfahrt. Dann haben wir an der Hinterachse die Body Post Halterung nach hinten, auch Standard heutzutage, tieferer Schwerpunkt. Apropos Schwerpunkt, ihr seht, absolut flach die Karre hier, sehr schmal, also sehr flach gehaltenes Design hier. Der Iris von Manuel Stankowitz.